In der Diskussion über die deutschen Klimaziele blicken viele auf den Verkehrssektor, der in den kommenden Jahren Millionen Tonnen CO2 einsparen soll. Erreichen will Bundesverkehrsminister Scheuer das mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen. So sollen die Menschen in Deutschland unter anderem durch finanzielle Anreize dazu gebracht werden, auf Elektroautos umzusteigen. Scheuers Paket für die Verkehrswende soll einen Milliardenbetrag kosten. Unumstritten sind die Pläne nicht. Mindestens 7 Millionen von ihnen soll es nach Plänen des Verkehrsministeriums bis 2030 auf deutschen Straßen geben, Elektro- und Hybridfahrzeuge. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, will das Verkehrsministerium bis zu 6.000 Euro Prämie pro Fahrzeug zahlen. Die FDP hält das für den falschen Fokus. Immer mehr Kaufprämien einseitig auf die Elektromobilität zu setzen, ist meines Erachtens der falsche Weg. Das wird volkswirtschaftlich sehr teuer und hat mit Technologieoffenheit nichts mehr zu tun. Mehr als 50 Maßnahmen plant das Verkehrsministerium insgesamt. Keine Verbote, sondern vor allem Förderprogramme. Auch die Bahn soll gestärkt werden. Die AfD hat bei dieser Milliardenförderung Bedenken. Unter dem Deckmantel des Klimaschutzes wird hier ein strukturelles Problem der Bahn und auch ein Managementproblem der Bahn verdeckt. Die Bahn arbeitet nicht betriebswirtschaftlich. Und das ist ein zentrales Problem. Es gibt auch Zweifel, ob die geplanten Maßnahmen effektiv genug sind, um ausreichend CO2 zu reduzieren. Das Ministerium optimistisch. Die Maßnahmen sind aus unserer Sicht ausreichend, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und Umweltverbände dagegen schätzen, dass Scheuers Pläne nur etwa die Hälfte der notwendigen Reduktion von CO2 im Verkehrssektor ergeben. Insgesamt muss im Verkehr so viel CO2 eingespart werden, dass der Ausstoß von derzeit 160 Millionen Tonnen im Jahr auf 95 Millionen Tonnen sinkt. Und damit zu Oliver Köhr nach Berlin. Nun liegt also dieses Papier des Verkehrsministeriums auf dem Tisch. Viele bezweifeln, dass Minister Scheuer damit die Klimaziele erreichen kann. Er selbst und sein Ministerium sind aber zuversichtlich, dass das klappt. Warum denn? Ja, das liegt vor allen Dingen an der Vielzahl der in dem Papier angebrachten Vorschläge. Allein die Summe der Maßnahmen würde dazu führen, dass die Klimaschutzziele eingehalten werden. Ansonsten sind die Begründungen des Ministeriums tatsächlich ein wenig mau nach dem Motto, das wird schon gelingen, weil es gelingen wird. Da muss man aber möglicherweise noch etwas abwarten, denn das alles sind tatsächlich im Moment ja Vorschläge, die werden noch beraten, die müssen auch vom Klimakabinett noch abgesegnet werden. Ob das denn alles genauso rauskommt, wie es reingeht, das ist auch noch die Frage. Und danach kann man tatsächlich erst die Bewertung vornehmen, ob das reicht oder ob es nicht reicht. Gibt es aber jetzt schon Ärger, weil das Verkehrsministerium seine Berechnungsgrundlagen nicht nennen will? Hat das Ministerium etwas zu verbergen? Ja, verbergen weiß ich nicht. Das Ministerium begründet das damit, dass es verschiedene Gutachter gegeben hat, die Informationen sowohl aus dem Verkehrs- wie auch aus dem Umweltministerium angefordert haben und dass die Informationen, die das Verkehrsministerium da geliefert hat, nicht ausreichten und deswegen wegen der Kürze der Zeit es da eben Unstimmigkeiten gegeben hat. Man muss aber auch sagen, zur Wahrheit gehört sicher auch, dass, weil es eben erstmal Vorschläge, ein Plan und noch nicht komplett abgesegnet ist, dass Verkehrsministerium sich da noch etwas zurückhält, um den strategischen Vorteil nutzen zu können. Denn es ist ja so, mit der SPD muss über viele Vorschläge noch gerungen werden. Und da möchte man vielleicht jetzt erstmal noch nicht alles auf den Tisch legen, sondern zumindest den heutigen Abend, wenn die Koalition zusammensitzt, abwarten. Darüber sprechen wir gleich. Lassen Sie uns noch mal auf diese Pläne gucken, diese Vorschläge. So ein paar Dinge haben wir im Film schon kurz angerissen. Einer der Kernpunkte in Scheuers Papier ist, dass der Verkehr vor allem auf die Schiene verlagert werden soll. Mit welchen konkreten Maßnahmen denn? Das sind vor allen Dingen Anreize, um Güter auf die Schiene zu bekommen, aber eben auch Anreize, um Personenverkehr auf der Schiene attraktiver zu machen und mehr Personenverkehr auf die Schiene zu bekommen. Da soll unter anderem ja die Mehrwertsteuer für Fernverkehrstickets von 19 auf 7% abgesenkt werden. Das ist eine Maßnahme. Und dann kommt noch mehreres dazu, was in dem Plan von Scheuer so explizit nicht erwähnt ist, was sich aber die Parteien, also die CDU und die CSU, auch ausgedacht haben, nämlich zum Beispiel die Luftverkehrsabgabe auf innerdeutsche Flüge zu verdoppeln, teilweise sogar auf kurzen Strecken zu verdreifachen. Und so möchte man das insgesamt gewuppt bekommen.
Eben, es gibt mehrere Vorschläge. Scheuers Plan ist nur ein Teil eines ganzen Fahrplans für mehr Klimaschutz. In einer Woche soll das Klimakabinett dazu Entscheidungen kommen. Ja, bis dahin wird vermutlich in den Reihen der Koalition noch mächtig diskutiert, oder? Da wird noch heftig diskutiert. Jetzt im Augenblick diskutieren hier im Kanzleramt schon CDU und CSU um ihre gemeinsame Linie auf Unionsebene. Da hat der CSU-Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder auch schon aus dem Zug natürlich getwittert, heute müsse es einen Durchbruch geben. Und das ist tatsächlich so. Da sind CDU, CSU und SPD noch ein Stück auseinander. Es geht zum einen darum, wie soll der Klimaschutz, wie sollen die CO2 Einsparungen gelingen? Soll das über eine CO2-Steuer geschehen? Das ist eher unwahrscheinlich geworden. Oder eben über Zertifikatehandel? Das ist wahrscheinlicher geworden. Aber wie wird der genau ausgestaltet? Und wie teuer wird das für die Verbraucher? Und gibt es da eine soziale Komponente? Das heißt, zahlen alle das Gleiche oder diejenigen, die finanziell schwächer auf der Brust sind, etwas weniger? All das muss diskutiert werden. Und dann ist auch die Frage zu stellen, wie wird das eigentlich gesetzlich verankert? Wird das als Ziel festgeschrieben oder ist es tatsächlich eine Pflicht, die möglicherweise auch sanktioniert wird, wie die SPD das gerne hätte? Fragen, die heute im Koalitionsausschuss geklärt werden sollen. Sie werden das für uns verfolgen. Oliver Köhr, vielen Dank nach Berlin.